also habe ich mir auf jeden Fall natürlich erhofft, so, als ich da hingegangen bin, dass ich mich an die, an dieses Ami-Mindset ein bisschen gewöhnen kann, dass es ein bisschen mehr familiär wird, dass ich, wenn ich einen Ball im 1 gegen 1 kriege, dass das irgendwie ein bisschen natürlicher wird. Mhm. Die Situation kriegt man ja in Europa nicht so häufig. Und natürlich kann man das so sagen, aber wie wir gesagt haben, ganz viel muss richtig laufen und ganz viel Glück gehört dazu natürlich. Aber ja, diese, das habe ich Moritz schon mal gesagt, diese Mischung aus einem Spieler, der gut off the ball spielen kann, der eigentlich ein Teamspieler ist, der so aufgewachsen ist mit jemandem, der, hey, jetzt habe ich den Ball, wir haben noch 5 Sekunden auf der Uhr und ich kann ein Bucket holen, die Mischung mit diesem Mindset, ja, das ist, glaube ich, eine coole Mischung. Und so habe ich mir das so erklärt als 17-Jähriger, dass das cool wäre. Und kann aber natürlich ganz anders laufen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass, wie Moritz gesagt hat, nicht der eine Weg, der ist so perfekt für den anderen.